wird ja noch ein Video machen, gell? Schön, Sitz. Anni, Sitz. Jo, bleibt hier. Ja, servus, hier ist der Michi vom Kanal German in Czech Wilderness. Ja, die Sunny ist auch dabei, gell? Ja, muss immer gut aufpassen hier, brav. Ja, immer ein bisschen kontroverses Thema, aber irgendwie auch spannend. Was ist denn so in Tschechien erlaubt, was in Deutschland verboten ist? Und da musste ich natürlich mich auch ein bisschen eindecken damit. Teilweise auch Spaß, teilweise auch, was wirklich einen Nutzen für mich hat. Ja, es geht natürlich hier um verbotene Gegenstände oder Waffen, die in Deutschland verboten sind. Hier noch erlaubt, noch muss ich sagen. Es ist ja hier auch alles mehr angepasst an EU-Recht und so weiter. Also von dem her ändert sich das auch ständig hier. Natürlich auch keine rechtsverbindliche Aussage oder wenn ihr ob mittlerweile sich schon wieder was geändert hat, wenn das Video online geht. Von dem her nimmt es mich daher nicht beim so genau. Sunny, ja brav, sitz jetzt. Sitz. Sitz. Alter, geht doch. Schön brav. Grundsätzlich möchte ich natürlich sagen, mehr Waffen bringen keinen Frieden. Ich bin eher für Frieden, für ein friedliches Zusammenleben. Und ja, für mich sind Waffen einfach nur ein Werkzeug. Genauso wenig ist auch eine Waffe einfach nur böse, weil es kommt halt immer auf den Nutzer drauf. Im Endeffekt ist es ein Werkzeug. Und wie man es einsetzt, ist es natürlich entsprechend gut oder böse. Aber die Waffe an sich macht da keinen Unterschied. Gesundheit. Genau, also von dem her, ich bin kein Pazifist, aber ich, wie gesagt, ich bin auch eher für eine friedliche Lösung und für ein friedliches Zusammenleben. Aber wenn man hier so gerade so am abgelegenen Platz wohnt, ist es doch ganz gut, wenn man sich auch verteidigen kann. Ob es jetzt gegen irgendwie jemand ist, der was Böses will oder eben auch einfach, weil ein Wolf oder ein Bär kommt und sich vielleicht in meinen Stall verirrt hat, nicht mehr rauskommt, was auch immer. Ich habe so einen Fuchs schon erlebt im Hühnerstall. Der ist rein, hat sich meine Hühner gekrallt und ist nicht mehr rausgekommen. Aber das war dann nicht lustig. Ah ja, da habe ich auch noch keine Waffe gehabt. Jetzt haben wir auch so ein bisschen was kaufen müssen. Das wollte ich jetzt mal zeigen. Ich glaube, das interessiert ja einige. Ich kann auf jeden Fall nicht empfehlen, irgendwie nach Tschechien zu fahren, auf dem Tschechenmarkt das zu kaufen und dann wieder nach Deutschland zu fahren und das mitzunehmen. Da gibt es großen Ärger, wenn euch da erwischt wird. Es gibt hohe Geldstrafen. Ja, wo fangen wir an? Zum Beispiel Butterfly kennt man noch so, auch aus meiner Teenagerzeit, war immer toll, wie kann man damit spielen? Naja, wie ging das noch hier? Ah, schon, dass die Klinge auf der richtigen Seite ist. Naja, ist bei mir nicht in Verwendung. Ah, wie war das hier? Ah, immer die Tricks. Da konnte man dann ein bisschen angeben. Ja. Eine magnetische Kugel hat sich hier verirrt. Ah, jetzt. Das war immer toll hier so zum Spielen. In Deutschland mittlerweile verboten, weil wohl damit übermäßig viel Straftaten begangen werden. Ja, also ich persönlich bin kein Freund von so Klappmessern. Naja, gut, das ist auch nur ein billiges Klappmesser, irgendwie so 5 Euro oder so. Ja, ziemlich dünn. Da habe ich lieber immer mein anderes Messer am Mann. Das ist doch schon ein bisschen anderes Kaliber. Das ist ganz gut. Wie gesagt, immer dabei, immer am Mann. Habe ich jeden Tag im Einsatz, entweder zum Feuer machen oder wenn man irgendwie hier durch den Wald fährt, irgendwo ist wieder ein kleiner Baum im Weg, dann kann man den schnell weghacken, schnell ein Feuer machen. Richtig massiv, das gefällt mir. Das ist erlaubt. Auch hier in Tschechien keine Restriktionen. Keine Restriktionen zum Messer tragen. Man sollte irgendwie in der Hand mit so einem riesen Messer in der Hand irgendwo in der Stadt rumlaufen. Das gibt natürlich auch Ärger, dass die Polizei gleich da. Aber ein Messer hier zu tragen, gibt es keine Restriktionen. Von dem her finde ich ganz gut. Habe immer gern ein Messer dabei, man weiß nicht, was ist. Ob man mal einen Gurt durchschneiden muss nach einem Unfall oder was auch immer. Feuer machen. Oder mal einen kleinen Baum zerlegen, der im Weg ist. Tolle Sache. Naja, Butterfly, einfach musst du mal kaufen. Ne? Einfach nur, was verboten ist in Deutschland, um zu zeigen. Aber ich nutze es eigentlich nicht. Bin jetzt da kein so ein Fan. Hab lieber ein robustes Messer in ein Stück dabei. Tolle, witzige Sache. Ja, was war noch? Nächstes natürlich Schlagring. In Deutschland auch verboten. Finde es ganz witzig. Vielleicht ganz gut, wenn man sich mal doch mal verteidigen muss. Wenn man nicht unerfahren ist mit dem Boxen oder so, dass man nicht gleich die Hand bricht.
Aber sonst, ob das auch für Notfall, um die Scheibe einzuschlagen, ob das brauchbar ist, oder schneidet man sich auch selber. Keine Ahnung, haben wir zum Spaß gekauft. Ja. Was soll man weiter dazu sagen? Das ist natürlich so ein Boxring oder Boxer, wie sagt man da? Ein Schlagring. Gibt verschiedenste Ausführungen, auch ein bisschen verzierter und so weiter. Kann man auch bei jedem Ramschladen hier kaufen. Aber wie gesagt, nicht nach Deutschland nehmen. Auch, das kenne ich auch noch. Ich war immer so als Teenager und so, war ich immer so Ninja-Fan und Ninja-Filme und so. Eigentlich habe ich mir auch mal hier so, oh, kriegt den raus, einen Wurfstern gekauft. Mal, ob ich den jetzt aus dem Plastikding hier rauskriege. Ja. Jetzt, Koga Ninja, und irgendwelche chinesischen Zeichen. Made in China. Ja, das erinnere mich auch, habe ich gerne. Als Teenager haben wir auch mal so ein bisschen gespielt im Wald, haben wir geübt. War ich immer so Fan von Ninja-Filmen, das war cool. Aber ich habe schnell, recht schnell verloren dann im Wald, wenn man nicht getroffen hat. Ja, im Endeffekt ist es ja eigentlich bloß ein ausgeschnittenes Stück Stahl, was ein bisschen angeschliffen ist, damit der stecken bleibt. Also ist nicht richtig scharf, aber ja, war doch ziemlich spitz. Mal gleich mal testen hier. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, der steckt aber. Schauen wir mal. Wegmachen hier. Ja, war direkt ein bisschen Spaß hier zu werfen. Wollen wir öfter machen. Ich würde gerne noch Bogenschießen. Mache ich auch ganz gerne, wenn die Zeit ist. Ja, was haben wir noch? Was man hier natürlich auch freikaufen kann, ist Schwarzpulver. Und ja, auch bei in Deutschland streng reglementiert, muss man erstmal einen Schwarzpulverschein machen, dass man überhaupt kaufen darf. Aber dann kann man in Deutschland auch zum Beispiel Vorderladerwaffen freikaufen. Bloß das Pulver ist eben nicht frei zu kaufen in Deutschland. Hier in Tschechien gibt es keine Restriktionen. Schwarzpulver kann man kaufen hier. Ohne Probleme im Waffengeschäft. Wobei, ich habe das Gefühl, das kriegt man gar nicht so leicht. Ist gar nicht so viel vorrätig immer. Nicht in jedem Geschäft vorrätig, weil ja, in Tschechien hier kann man auch ganz leicht den Waffenschein machen und dann einfach eine scharfe Waffe tragen. Wie gesagt, das ist dann kein Problem. Je nachdem, ein Waffenschein für die Jagd, Waffenschein für Sportschützen. Oder Waffenschein für irgendwie besonders gefährdete Personen oder so, dass man eine Waffe tragen kann. Entsprechend, ja. Da leider fehlt bei mir ein bisschen die Sprachkenntnis für einen Waffenschein. Also habe ich mir hier mal so eine Vorderladerwaffe besorgt. Hier so eine doppelläufige von der Firma Detonix. Gibt es hier in Tschechien, die haben angefangen, dieselbe Art, erst so kleine Pistolen gemacht zur Selbstverteidigung. Und jetzt auch so, sagt man, eine kleine Shotgun. Ich glaube, das hat 25 cm hier, der Lauf, der Doppellauf. Genau. Ja, das ist für mich eine gute Verteidigungswaffe. Hat einen glatten Lauf. Da kann man dann entweder ja, hier Projektil reintun, so eine ganze Bleikugel oder ein Bleigeschoss. Oder eben auch mal Schrotkugeln. Entsprechend, ja, Vorderlader heißt, man muss halt hier erst Pulver rein, dann das Projektil reinladen, schauen, dass keine Luft drin bleibt, damit der Lauf nicht explodiert, sonst hat man eine Bombe, dass man schön aufs Pulver presst. Und dann hinten macht man, kommen dann hier so Zündhütchen drauf, die dann das Ganze abfeuern. Wir machen dann den Funken, um das Pulver zu entzünden, und dann kommt das Projektil vorne raus. Eigentlich echt eine einfache, tolle Sache. Natürlich nicht ganz so zuverlässig wie so eine moderne Waffe. Wenn der Funken mal nicht richtig geht oder hier der Kanal hier, der Funkenkanal ein bisschen verstopft ist oder was auch immer, das Zündhütchen nicht so gut ist und der Schuss geht dann nicht los, aber ja, ist nicht so zuverlässig, dafür frei zu erwerben. Und ja,
Und hier noch so ein Klappvisier drauf gemacht. Hier noch den AR-Griff. Dann nochmal einen AR-Griff hier. Und dann kann man schön schießen hier. Und denke mal, ist noch ganz gut zur Verteidigung. Ist kurzer Lauf, schnell ins Ziel zu bringen. Geht's auch nicht. Oder auch mal, wenn es wirklich hart auf hart kommt, vielleicht mal, wenn der Wolf im Schafstall ist, dann muss man schnell wieder aufpassen, dass man nicht wegen Wilderei Probleme kriegt. Aber ja, kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber gut, mal vorbereitet zu sein für die Zombie-Apokalypse. Na, nur ein kleiner Scherz. Wie gesagt, man muss natürlich da wirklich achtsam damit umgehen, verantwortungsvoll, kein Alkohol trinken dabei. Gerade noch hier so Tschechien, Slowakei, hört man doch auch hin und wieder, ne? Das sind auch immer, viele sind Waffenbesitzer und gerade im betrunkenen Zustand spielt nochmal einer rum mit einer Waffe, geladene Waffe, und plötzlich löst den Schuss, also kommt dann doch mal vor. Deswegen immer verantwortungsvoll umgehen und unzugänglich natürlich für Kinderlagern etc. etc. Ne? Sicherheitsmaßnahmen. Genau. Aber hier, wir sind nicht ganz wehrlos, wie gesagt, Waffen sind nicht böse, nur die Menschen, die sie dann falsch einsetzen. Genau, Waffen bringen keinen Frieden, aber auch gut, dass man halt ein gutes Werkzeug hat für manche Situationen. Ja, kontroverses Thema. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus, euer Michi.